Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge. Ich habe mir den Carmageddon-Mod runtergeladen. Und nun ja, dann hat The Green Taxi zu mir gesagt, geh mal wieder hier in dieses Gebiet und schlag dich dann hier wieder bis zum Airport durch. Aber diesmal mit diesem Carmageddon-Mod. Allerdings fand ich das ein bisschen langweilig und da habe ich mir gedacht, verändere ich die Challenge ein bisschen. Und ja, ich habe nämlich die Challenge jetzt so verändert, dass ich mit einem Bike diese Straße entlang fahren muss. Und das Bike muss ich quasi hier hinbringen, an die andere Straßenseite da hinten. Ganz da hinten bis zum Gebäude durch. Das Problem ist dabei nur, man fällt ziemlich oft runter. Das werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Denn ich spare mir jetzt einfach mal hier diesen Faggio. Und würde sagen, lassen wir die Challenge beginnen. So, jetzt haben wir hier schon gesehen, dass das Ganze gar nicht so einfach ist. Ja, wie gesagt, ich muss das Bike da hinten an die andere Straßenseite bringen und habe dabei 3 Versuche. Ich fand das ein bisschen lustiger, als jetzt einfach zu sagen, ich laufe jetzt, was weiß ich, von diesem Industriegebiet bis zum Flughafen. Und so viele Autos fahren da auch gar nicht rum, dass man dann sieht, wie die halt rumfliegen. Und da habe ich mir doch gedacht, dass es doch viel lustiger ist, wenn ich versuche, so ein Bike da auf die andere Straßenseite zu bringen. Und dabei habe ich wie immer 3 Versuche. Das heißt, wenn ich 3-mal gestorben bin, habe ich die Challenge verloren. Und oh shit. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen unpraktisch jetzt hier unten. Na. Mist. Komm schon, verdammt. Ja, da wurde der Günther ein bisschen von seinem kleinen Bike erschlagen. Das ist ja hier die Straße. Gut. Dann gehen wir jetzt mal da hinten hin wieder. Der Günther braucht natürlich immer ein bisschen länger, weil er ein bisschen dicker ist. Das ist Günther und der will seine Biker-Ehre wiederherstellen, indem er mit Vollspeed diese Straße entlang fährt. Aber da momentan ein böses also Autovirus ausgebrochen ist, spielen die ganzen Fahrzeuge ein bisschen verrückt. Eigentlich müsste ich ja ein Auto nehmen, aber weil es heißt ja Carmageddon, also Auto-Zerstörungs-Shit oder was weiß ich. Dein Englisch ist scheiße, du Opfer, ich lösche deinen Kanal. Entschuldigung, es tut mir leid, wollte ich nicht. Ne scheiß Dingen, ey. Du blödes Teils, mach ich die Beine, ey. Komm schon. Es kann natürlich lange dauern. Nein, bleib stehen. Scheiß, Roller. Komm schon, Roller. Hilf mir, meine Ehre wiederherzustellen. Wenn du nicht mitspielst, dann werde ich aus dem Biker-Club geworfen. Das willst du doch nicht. Okay, ich glaube, das waren die. Ich glaube, der Roller hat gerade gesagt, das ist mir scheißegal, Mann. Das ist so, weiß ich nicht, so kontraproduktiv, was ich hier versuche. Blöder Roller. Warte mal, ich zerschieß mal die Reifen, vielleicht ist das noch lustiger. Komm schon, Roller. Stell dich nicht so an. Sag mal, was ist denn mit der Kamera los hier?
Der Charakter ist so dick, da passt die Kamera gar nicht mehr richtig. Komm schon. Ohne Witz, wenn das jetzt nicht... Hä? Wo ist denn der jetzt? Lol. Hä? Hallo? Roller, wo bist du? Komm zurück! Ich brauche dich! Die fahren auch gerade irgendwie kaum Autos. Finde ich ein bisschen komisch. Hallo? Ja, ja. Lol. Jetzt ist das scheiß Bike schon wieder weg. Ich glaub's doch nicht. Oder? Wo ist denn das jetzt? Diese Challenge. Komm schon, komm schon! Oh, 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 oh! Nein, 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 lass mich. Oh, shit. Ach, das sah ja geil aus, gerade wie er sich abgerollt hat. ja, letzter Versuch. Wenn ihr dieses Carmageddon mal außerhalb von The Challenge sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich vielleicht mal so ein extra Video da mit. Ja. Aber für die Challenge fand ich diese modifizierte Aufgabe, sage ich jetzt mal, so ein bisschen lustiger. Jo. Geil. Hallo, Frau Nachbar. Das kann man später so wieder so geil wieder bearbeiten, ne? Schön mit Slow Motion oder mit der Benny Hill Theme. Ey, machst du mich an, ey? Geh mal aus dem Weg, Alter. Ehrenloser. Ey, diese Ehrenlosen, ey. Boah, dieses verdammte Bike, ne? Ja, ich meine, dieser verdammte Roller. Ah, er bewegt sich schon ein bisschen. Ich glaube, er hat Einsicht gezeigt jetzt. Hallo! Ja, okay. Nachher bei McDonald's. LSPD. Komm jetzt, blöder Roller. Scheiße. Oh. Ich krieg hier schon voll die Nackenprobleme wegen dem scheiß Roller. Los! Scheiße. Eigentlich wollte ich heute keinen Sport machen, aber okay. Lol. Nein, die Todesfalle! Hier, Tauben schießen. Oder wie nennt man das? Warte mal. Ah, schade, fast. Oh oh, jetzt hat der Roller's aber, ja. Scheiß Roller. Habe ich bei Ikea gekauft. Der funktioniert natürlich nicht so gut. Du blöder Roller! Warte mal. Ah ne, das wäre behindert jetzt, sonst würde ich die Challenge verlieren, wenn ich den jetzt zum Explodieren bringen würde und dann versuche, kurz davor aufzusteigen. Mein Bein! Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Wal. Komm schon! Wir müssen dich zum Wasser bringen! Autsch.
Ja, somit ist die Challenge gescheitert, leider. Welch eine Trauer. Also, ich würde sagen, zum Abschluss zeige ich euch nochmal einen kleinen Trick, was ich vorhin ganz gern gemacht habe, um zu gucken, ob der funktioniert, der Mod. Man nimmt sich einfach hier so ein schönes Trainerprogramm und spawnt sich dann ganz viele Autos. Und in Verbindung mit Carmageddon kommt dann wahrscheinlich was Lustiges raus. Ja, oder das Spiel stürzt ab. Ja, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare oder gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ist mir irgendwie egal, was ihr da macht. Joa. Wenn ihr noch weitere Challenges habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Würde mich freuen. Joa. Tschüssikowski.